Ja, danke. Ja, guten Abend, Leichingen, ihr Lieben. Hallo. Ich bin jetzt schon gefragt worden, wie war denn das jetzt eigentlich mit Davos und was war denn da los und so weiter. Ich kann euch dazu einiges erzählen. Also, das Ganze ging aus von dem Aktivist-Mann, dem Matteo. Der machte in der letzten Woche so eine Live-Sendung am Abend. Habe ich mich mit reingeschaltet und da kam dann der Gedanke auf, ja, wir müssen dorthin, wo buchstäblich die Höhle des Löwen ist, oder? Das ist sie doch, oder? Das kann man so sagen. Und dann kam dieser Gedanke auf und dann haben wir da noch hin und her telefoniert und wie auch immer. Und dann gab es ja diesen Aufruf. Der kam aus der Schweiz, der Aufruf, der ging auch in Telegram durch die verschiedenen Kanäle, Gruppen, wonach um 14 Uhr am 14. Januar eine Kundgebung dort am Bahnhof stattfinde. Also ich mache es jetzt etwas spannend. Davos hat so gefühlte 4 oder 5 Bahnhöfe. Jetzt, welcher Bahnhof war das? Also da ging es schon los. Da haben wir recherchiert schon vorher, Mensch, was könnte das sein und wie auch immer hin und her. Dann blieben nur noch 2 übrig, nämlich Davos Dorf und Davos Platz. Und dort haben wir uns dann für Platz entschieden und jetzt geht es wieder weiter. An dem Samstag, als wir losgefahren sind, wir haben ein bisschen Zeit mitgenommen, also 4 Stunden Fahrzeit haben wir so vorgesehen, aber letztlich brauchst du bloß 2,5. Bei guter Verkehrslage bist du in 2,5 Stunden. Das ist kürzer als von hier nach Frankfurt. Gut, und dann sind wir ja ins Auto und jetzt plötzlich geht eine Nachricht durch Telegram. Also wer da nach Davos fährt, der wird jetzt angehalten. Und dem werden die Fingerabdrücke abgenommen. Um Gottes Willen. Der erste Gedanke, der dir durch den Kopf schießt, das ist so, Mensch, da behandeln sie dich ja wie einen Schwerverbrecher mit Fingerabdruck. Und da, was wollen sie noch alles von dir? Und das war auch so die Reaktion. Wir waren zu 5 im Auto. Das war die Reaktion im Auto. Mensch, nee, das mache ich aber nicht. Das mache ich nicht mit. Und so weiter. So ging das. Bis wir draufgekommen sind, also wenn du die Dinge mal ein bisschen in Ruhe prüfst, das ist ja auch nichts anderes, als wenn Sie unseren Reisepass anschauen. Sie haben unsere Identität und die haben wir ja als Demokraten auch nicht zu verbergen, oder? Seht ihr? Und so, danke, genau. Und so sind wir dann da rein und immer näher und immer näher, also in dieses Tal reingefahren. Und dann passierte Folgendes. Plötzlich kommt da der Bahnhof. Da wo es Platz. Und dann sagt einer von uns, na, das ist aber ganz schön entspannt hier. Also wir hatten erwartet, dass wir kontrolliert werden, angehalten werden, gehindert werden, alles Mögliche. Aber das hat an diesem Samstag nicht stattgefunden. Keine Schikane in irgendeiner Weise. Wenn man von einer absieht, zu der komme ich gleich. Also, wir haben schnell rausgefunden, da waren noch ein paar Schweizer da, von einer Schweizer Initiative, ich komme auch gleich auf den Namen, von dieser Initiative der Schweizer. Und mit denen haben wir uns dann ein bisschen auch unterhalten. Und dann hat der Matteo, der unabhängige Journalist ist, Videos gemacht, einzelne Video-Interviews. Und da sind einige davon durch Telegram gelaufen, das habt ihr sicher gesehen. Das eine oder andere Video. Jeder hat da so seine persönliche Note reingebracht. Und wir haben halt dann ein Zeichen gesetzt, dass wir da sind, dass wir als Demokratiebewegung vor Ort sind. Und zwar dort, wo die Beschlüsse für die ganze Welt gefasst werden. Das wissen wir hier, aber das wissen noch zu wenig Menschen. Und wessen Aufgabe ist es, den Menschen das klarzumachen? Unsere Aufgabe.
Unsere Aufgabe ist es, unseren Mitmenschen klarzumachen, dass wir, und jetzt kommt ein sehr gefährliches Wort, aber so gefährlich ist es nicht, denn wir haben die Meinungsfreiheit und die beanspruchen wir auch, dass wir in einer Demokratie-Simulation leben. Das ist meine erste These heute Abend. Wir leben in einer Demokratie-Simulation. Was nicht bedeutet, wir hätten gar keine Rechte, wir hätten gar keine Möglichkeiten. Im Gegenteil, wir haben ja jetzt hier Möglichkeiten. Aber uns wird vorgemacht, dass wir es seien, der Souverän sei und der darüber entschiede, was die Politiker dann für eine Regierungspolitik machen. Wer von euch ist der Überzeugung, dass die Politiker das umsetzen aktuell, was die Bevölkerungen in den jeweiligen Ländern haben wollen? Wer von euch ist der Überzeugung, dass die Politiker nur das umsetzen, was ihnen von internationalen Nichtregierungsorganisationen vorgegeben wird? Ja. Das ist genau der Sachverhalt. Also, das war jetzt dieser Kurzbericht von Davos. Wir sind am selben Abend dann wieder heim ins Schwäbische zurück. Und dann ist noch eine Sache bemerkenswert. Wir haben ja so einige Videos gemacht und stehen dann gegenüber einem der Hauptgebäude dort in dem unmittelbaren Zentrum, wo sie dann auch viele, viele Pavillons aufgebaut haben. Die haben da aus Holz Gebäude errichtet. Also man merkt, das ist eine Art Messestadt, so könnt ihr euch das vorstellen, in Davos, wo dann eben sehr, sehr viel, die 3000 müssen ja irgendwo gehen und stehen und sitzen, wo da dann sehr viel los sein wird oder genauer seit heute ja schon los ist, wie wir wissen, das hat ja heute angefangen. So, und dann stehen die anderen ein Stück abseits an der Straße. Also die, die nicht gerade mit dem Video beschäftigt sind. Und wisst ihr, was passiert? Jetzt kommt plötzlich doch die Polizei und fängt an, die Ausweise zu verlangen. Und ganz perplex haben die Ausweise gegeben. Also ich würde natürlich eine Frage stellen, wenn ich ohne Grund darum gebeten werde, mich zu meiner Identität preiszugeben von Polizisten. Was würde ich fragen? Auf welcher Rechtsgrundlage verlangen Sie eine Identitätsfeststellung von mir? Auf die Frage kam dann von denen keiner. Aber egal, einige hat es dann erwischt, die anderen nicht, wie auch immer. Es zeigt nur, eine gewisse Sensibilität war dann doch vorhanden, dort in Davos. Und jetzt machen wir einen großen Sprung zum Montag, den 16. Januar. Was für ein Besuch hatte sich für Ulm heute angekündigt? Wer weiß das? Es hatte sich der Besuch von Olaf Scholz angekündigt. Und in dem Zeitungsartikel, ich glaube von der Südwestpresse, stand da auch die Uhrzeit drin? Nein. Jetzt haben wir natürlich nicht gewusst, wann ist der wo. Er war bei dem Rüstungsbetrieb, offenbar dort im Donautal und bei der Brauerei Goldochsen angekündigt, der Olaf Scholz. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du da Präsenz zeigen willst, wenn Olaf Scholz nach Ulm kommt, ja, dann musst du ja eine Uhrzeit wissen. Dann haben wir bei der Goldochsenbrauerei angerufen und einfach ahnungslos getan, ja, sie haben ja heute Besuch von dem Bundeskanzler und wann kommt denn der? Ratet mal, wie die Antwort war. Weiß ich nicht. Das darf ich Ihnen nicht sagen. Habt ihr noch Fragen? Hat dieser Scholz also buchstäblich Angst davor, dass unser einer, unsere Demokratiebewegung, dort zuhauf vor Ort ist und dass sie ihn mit unangenehmen Fragen konfrontieren? So darf man das interpretieren, oder? Ja. Dass also von dem Scholz-Team deutlich gemacht wurde, sie dürfen weder die Goldochsenbrauerei noch die Zeitungen, sie dürfen den genauen Zeitpunkt nicht bekannt geben. Naja, wir waren heute bei einem Gerichtsverfahren. Einer der Trommler von Ulm ist heute verurteilt worden zu 150
Zahlung von 150 Euro Ordnungsgeld wegen nicht getragener Maske an irgendeinem Januartag im letzten Jahr, wie auch immer. Da wird jetzt wahrscheinlich dann Revision eingelegt. Das will ich jetzt gar nicht thematisieren. Aber wir waren schon in Ulm. Was macht man, wenn man dann nach dem Verfahren, nach dem Cappuccino noch Zeit hat? Man fährt auf Verdacht erstmal zur Goldochsenbrauerei. Und was sieht man? Da gibt es einen Parkplatz, der ist für Journalisten reserviert. Und da steigen munter Journalisten aus dem Auto aus, mit Stativ und Kamera und Pipapo hin und her. Das war so etwa um 11.20 Uhr. Was schließt du, wenn Journalisten um 11.20 Uhr aus dem Auto aussteigen? Das kommt ja gleich. Dass es um 12 Uhr soweit sein wird. So ist das heute gelaufen. Wir haben gleich telefoniert. Wir waren stolze 4, die die Demokratiebewegung Deutschlands heute hier in Ulm repräsentiert haben. Immerhin. Es waren auch noch andere da. Wunderbar. Es waren auch noch andere da, die dann andere Anliegen hatten. Zum Beispiel einer rief rein, man soll die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern. Ob der jetzt aus der Demokratiebewegung war, weiß ich nicht. Aber eins hat der junge Mann, der das reingerufen hat, begriffen. Dass die Energiepolitik